Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys. Heute kommen wir zum dritten und letzten Emoji-Video. Ich habe es endlich geschafft, leider viel zu spät, aber es ging einfach nicht früher. Ich habe jetzt nochmal ein komplettes Display. Stimmt nicht so ganz, es ist nur der Karton, aber es sind über, ich weiß nicht genau, es könnten knapp 90 bis 100 Emojis sein. Also es ist genau das Display, was bei Aldi Süd, bei Aldi Nord an der Kasse stand. Zumindest in den letzten Wochen, das sind die ganzen Emojis, die man hier aus dem Display bekommen konnte. Auf der linken Seite nochmal das gleiche, sammel alle 24 und hier gibt es halt ja dieses Fach vorne und dann fallen hier auch schon die ganzen Kartönchen der Emojis raus. Hier ist sogar noch so ein kleines Pappschildchen dabei, das war halt beim Öffnen hier vorne dran. Brauchen wir nicht. Ich hoffe also, ihr habt Bock auf dieses Video. Ich habe mich echt bemüht, hier dieses Display euch nochmal zu zeigen, dieses zu bekommen für die Videos. Es war wirklich schwer. Bevor wir anfangen, grüße ich hier nochmal den Shadowhunter598. Der hat geschrieben, Rosen sind rot, der Like-Button ist grau, sei doch so schlau und mach ihn blau. Danke an den Shadowhunter598 für diesen super Kommentar unter meinem letzten Emoji-Video. Ich grüße außerdem nochmal Meister Eli. Er oder sie hat nämlich geschrieben, das war kein Schaf, das ist ein Lama. Mittlerweile weiß ich es. Ich glaube, ich habe es im zweiten Emoji-Video ja auch schon mal gesagt. Es ist kein Schaf, es ist ein Lama. Ich habe den Emoji-Film leider noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, es gibt ihn jetzt auf Netflix. Mal schauen, vielleicht schaue ich mir den nochmal an. Dann möchte ich nochmal grüßen. Fisch frisst. Er hat geschrieben, Ben, zu dir passt am besten Roger. Der Daumen. Es wurde auch ganz oft gefragt, wo bekommt man diese Sammelmappen her? Die gab es bei Aldi an der Kasse für 1,99. Und dies hier ist kein Aldi-Werbevideo. Ich habe mir die ganzen Emojis hier selbst besorgt, habe die zwei Starter-Packs bezahlt, beziehungsweise eins hat Zazara bezahlt und war auch regelmäßig bei Aldi einkaufen. Normalerweise mache ich das ja nicht so, dass ich halt nur bei einem Supermarkt einkaufen gehe. Ich bin die ganze Woche immer irgendwo anders, aber jetzt, wo halt die Emojis da waren bei Aldi, war ich halt mehr bei Aldi als sonst. Hier nochmal die Sammelmappe aus dem letzten Video, aus dem zweiten Emoji-Video. Ihr seht, hier fehlen noch ein paar. Fabsi fehlt, dann Vicky fehlt auch noch, Rocky Rock fehlt auch noch, Kitty Cat fehlt, Sue Sweet fehlt und dann nochmal Wootsy, Shoxy und Slow Mo. Im ersten Starter-Pack, das ja auch schon vollständig ist, das konntet ihr im ersten Video sehen. Also ich habe schon ein komplettes Starter-Pack voll mit allen Figuren. Und ich möchte heute mit den fehlenden Emojis hier, mit denen möchte ich dieses zweite Starterpack erstmal voll bekommen. Und mit den restlichen Figuren möchte ich einfach gucken, welche Figur ist in dieser Serie am seltensten. Ne, versteht ihr? Wir werden jetzt hier, ihr könnt ja mal mitzählen, das müssten so, also es sind locker 80 bis 90 Stück von den Emojis, die ich hier jetzt nochmal auspacke. Ihr könnt ja gerne nochmal mitzählen, wie viele Päckchen ich hier tatsächlich auspacke in diesem Video. Und dann lasst uns mal schauen, wie viel wir doppelt haben. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, hier auszupacken. Als erstes kommt hier nochmal das Herzchen. Lovely, das Herzchen, den haben wir gleich als erstes gezogen. Wir machen weiter mit dem nächsten kleinen Päckchen. Das sind immer die gleichen Päckchen hier, die kriegt man oder gab es überall im Aldi. Ich weiß gar nicht, wann genau die Aktion endet. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Oh, hier haben wir direkt Shoxy gezogen. Der fehlte ja hier noch. Also da könnt ihr sehen, Shoxy fehlt. Das Herzchen Lovely war ja schon drin. Also packen wir den Shoxy mal direkt hier rein. So, Shoxy ist drin. Sue Sweet, Wootsy, Slow Mo, Vicky, Fabsi, Rocky Rock, die fehlen jetzt noch. Nächstes kleines Pappkartönchen hier. So, auf geht's. Wieder ein gelber Emoji. Komm raus, du Feigling. Na komm. Und, oh, das ist Happy. Und Happy ist in dieser Sammelmappe schon drin. Weiter geht's mit dem nächsten Päppchen hier, mit dem nächsten Emoji. Oh, 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 wer ist das? Ach, das ist Mr. Hyde. Den habe ich leider schon. Also auch den jetzt quasi zum dritten Mal doppelt. Ein paar sind noch da, also keine Sorge. Das Video geht noch ein bisschen länger heute. Ich hoffe, ihr habt Bock mit Vor lauter Schreck fällt hier der Emoji weg. Und ich habe hier nochmal Lollo. Ja, LOL, lautes Lachen mit Tränen in den Augen der Lollo. Und weiter geht's. Noch einen auspacken. Machen wir doch mit Freude. Oh, das Schaf. Quatsch. Das Lama. Das Lama hier nochmal. Larry, da bin ich mir gerade nicht sicher. Fehlte der jetzt? Nee, Larry ist hier schon drin. Da ja, bisher noch kein neuer dabei. Ich hatte erst gedacht, den Wutzi hätte ich jetzt, aber leider nicht. Und es geht fröhlich weiter. Na, habt ihr schon mitgezählt oder seid ihr fleißig am Mitzählen, wie viele ich hiervon auspacke heute? Und nochmal das Herzchen
Zum zweiten Mal jetzt. Und der nächste kommt. Da ist er auch schon. Zack. Boom. Immer schön vorsichtig aufmachen. Ich will die Doppelten ja auch wieder einpacken, damit die hier nicht irgendwie einstauben oder so. Und genau, der hieß Coolio. Aber auch der fehlt hier drinne nicht. Weiter geht's mit dem nächsten aus dem Display. Wieder ein roter. Wahrscheinlich, ja, wieder das Herz. Also ich kann euch schon mal sagen, das Herzchen steht jetzt hier dreimal an meinem Rand. Das Herz ist bisher am häufigsten hier drin. Und Chris Kiss, na, fehlt der hier drin? Eieiei, das können, nein, der Chris Kiss ist oben schon drin. Natürlich sehr, sehr schade, also kommt der auch jetzt zur Seite. Weiter geht's. Ein paar haben wir noch. Immer schön mitzählen, Leute. Und dann am Ende des Videos einen schönen Kommentar schreiben, wie viel ich hier ausgepackt habe. Roger! Ja, der Roger, den habe ich auch schon zweimal in beiden Sammelmappen drin. Also machen wir direkt weiter mit dem nächsten kleinen Päppchen. So, ein gelber. Na, wo ist er denn? Wo ist er? Da. Oh, nee, oder? Hey, das ist Upsi. Ja, Upsi habe ich auch in beiden Sammelmappen schon drin. Und der nächste ist am Start hier. Wieder ein gelber Emoji. Wie? Ach, Upsi zum zweiten. Haha, das gibt's ja nicht. Zweimal hintereinander Upsi. Was glaubt ihr, Leute? Welcher ist bei euch am häufigsten am Doppelten gewesen? Was? welchen Emoji habt ihr am häufigsten? Oh, wen haben wir hier? Rocky Rock. Oh, da müssen wir gucken. Jawohl, guckt euch das an, Rocky Rock. Und drinne ist er. Jetzt fehlen hier oben noch Vicky, Fabsi, dann Kitty Cat brauchen wir in der zweiten Reihe. Too Sweet in der dritten und unten noch Wutzi und Slow Mo. Gut, das kriegen wir, würde ich mal sagen, in diesem Video noch voll hier. Ja, das kriegen wir noch hin, Leute. Das kriegen wir auf jeden Fall. Na komm, hallo? Hallo? Oh, das Gespenst, The Ghost. Da habe ich ja schon ein paar Mal probiert, ob der im Dunkeln leuchtet. Bei mir hat es ein paar Mal nicht geklappt. Spooky heißt er, ja genau. Der ist auch in der zweiten Sammelmappe schon dabei. Also den brauchen wir jetzt nicht nochmal. Ich habe jetzt mal so ein Emoji in die Mitte des Videos gelegt. So ein Karton, der ist noch voll. Den öffnen wir als letztes. Das hat jetzt einfach nur den besonderen Grund, weil die Kamera hier immer am Fokussieren ist. Und wenn die Kamera in der Mitte nur eine einfarbige Fläche hat, dann ist das für die Kamera, die ich benutze, immer schwer, das Ganze automatisch zu fokussieren. Und deswegen, wenn hier nichts von mir ausgepackt wird im Bild, wird halt jetzt der kleine Karton da unten fokussiert. Und wir haben nochmal das Herzchen. Zum vierten Mal doppelt jetzt. Ja, viermal doppelt, das ist schon eine ganze Menge. Also das Herzchen ist hier bei mir definitiv am häufigsten. Und jetzt haben wir hier noch, oh, Chris Kiss. Den habe ich hier noch nicht doppelt stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier jetzt drin ist. Doch, Chris Kiss ist in meiner zweiten Sammelbox, in meiner zweiten Sammelmappe auch schon drin. Na gut, okay, wir machen weiter. Weiter fröhlich auspacken hier mit diesen Emojis. Und dies... das kann ja nicht sein. Zum fünften Mal das Herz. Also, von der Tendenz her, ich habe jetzt das Herz insgesamt siebenmal, zweimal in den Mappen und fünfmal schon doppelt. Damit ist das Herz mit Abstand der... ja, der meiste Emoji, die meiste Figur hier in der Serie. Aber das ist ja auch erstmal nur eine Tendenz. Das kann sich ja jetzt bei den letzten verbliebenen Päckchen hier noch ändern. Und wir haben nochmal, wie hieß der noch? Genau, das ist Bling Bling. Da hatte ich euch ja auch gefragt, ob es den auch in Gelb gibt. Denn der Bling Bling, der ist ja, wenn man hier in der Sammelmappe guckt, hinter Bling Bling ist der ja hier auch gelb. Deswegen hatte ich mich gefragt, ob es den nur in Glitzer gibt, hier so in halbtransparent oder auch tatsächlich in Gelb, um ob das eine Sonderfigur ist. Nein, die sind immer durchsichtig. Haben auch ein paar von euch geschrieben, also leider haben wir hier keine Rare-Figur drin. Das wäre nochmal richtig geil, wenn es einen oder zwei Emojis gegeben hätte, die rare sind. Also Standard wäre ein gelber Bling Bling und diese halbtransparente durchsichtige wäre halt rare. Also super selten, aber leider ist das nicht so. Gut, wir suchen weiter nach der meisten Figur in dieser Serie und diesmal haben wir, glaub, ist das Mr. Hyde? Jop, Mr. Hyde zum zweiten Mal hier draußen doppelt. Also ich stelle dort die Figuren gerade auf, die werde ich euch am Ende des Videos alle nochmal zeigen, damit ihr auch sehen könnt, ich schummel hier nichts zusammen oder so. So, hier haben wir nochmal Chris Kiss. Da hatte ich schon nachgeguckt und der ist definitiv... Ne, Moment. Ach doch, da steht er. Davor. Jetzt vor Schreck lasse ich ihn fallen. Aber hier sind sie. Ich hatte gerade überlegt. Nein, nein. Zweimal doppelt. Nächster kleiner Karton und... Oh, das ist hier wieder unser Lama. Unser Lama, das Schaf. Larry, das Lama. Wenn ich so in den Karton gucke, da sind ja noch ein paar drin. Also, keine Sorge, hier kommen noch ein paar. Und jetzt kommt... Oh, wer ist das? Das ist der mit den Kopfhörern.
ran. Oh, das ist Rocky Rock. Und ich meine mich gerade zu erinnern, dass der hier fehlt. Nein, der ist schon drin. Habe ich den in diesem Video schon reingepackt? Ich glaube ja. Ich glaube, das war vorhin, ne? Und weiter geht's. Ja, ein paar Figuren kommen noch. Ich glaube, haben wir schon die Hälfte. Wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Und Coolio. Coolio steht jetzt hier zum zweiten Mal. Und... boah, ich dachte schon, hier wäre ein leeres. Hätte ja auch sein können. Ich habe auch ein paar leere Schächtelchen. Nämlich die ganzen Figuren, die hier schon drin und einsortiert sind. Von denen habe ich natürlich noch die leeren Schachteln aufbewahrt. Bling, bling zum zweiten. Also auch der Bling, bling ist leider überhaupt nicht selten. Da gibt es schon ein paar Figuren hier, die ich hier stehen habe, die aktuell bei mir seltener sind. Ich hätte auch gedacht, dass hier vielleicht das Gespenst ein bisschen seltener ist. Aber auch das habe ich schon. Und Sue Sweet zum zweiten Mal doppelt. So, wir kramen wieder einen raus und öffnen und... oh, das könnte Slow-Mo sein oder halt Mr. Hyde. 3, 2, 1... ach, oh, Slow-Mo. Haha, jawohl. Ich glaube, der Slow-Mo fehlte. Jawohl, unten rechts, Slow-Mo fehlt. Also, ihr könnt ja jetzt schon mal so ein bisschen ab... ja, man kann jetzt schon mal so ein bisschen erkennen, welche Figuren tatsächlich selten sind. Pupsi, Vicky, Kitty Cat, Sue Sweet. Moment mal. Warum hat den... doch, der steht hier schon zweimal rum, der Sue Sweet. Und ich habe ihn nicht einsortiert. Also, aus zwei mach nur einen. Das heißt, jetzt ist nur noch einer doppelt. Auch Sue Sweet passt hier noch rein. Mensch. Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Naja, egal, wir machen hier weiter. Wir öffnen einfach nochmal fröhlich die letzten Päckchen, die ich hier habe. Ja, komm raus, du Feigling. Und hier haben wir nochmal den kleinen Upsi. Und der Upsi ist jetzt hier zum dritten Mal doppelt. Ja, und jetzt kommt... oh, oh, schon wieder das Herz. Schon wieder das Herz, das ist ja unfassbar. Zum sechsten Mal doppelt. Also sechsmal das Herz. Bei mir ist das Herz ganz klar auf Position 1 aktuell. Und jetzt kommt hier nochmal... oh, nochmal Mr. Hyde. Der steht hier schon zweimal. Das heißt, auch den habe ich jetzt... dreimal doppelt. Also, das wird ja mal ein richtig spannendes Video hier mit den ganzen Emojis. Und, au, nochmal unser Lama Larry. Den Larry habe ich jetzt auch dreimal. Genau wie Mr. Hyde. Also, auch der Larry ist öfter in der Serie drin als andere. Ich bin ja so auf eure Kommentare gespannt, welche Figur bei euch am häufigsten ist. Oder ihr könnt auch beide schreiben, welche habt ihr am meisten. Und welche fehlen euch noch? Viele von euch versuchen ja auch die Serie komplett zu bekommen. Und welche hattet ihr... bis zum Schluss gar nicht. Oh, hier auch eine Rare. Die habe ich zwar zum... Oh Gott, Bubble. Ich kann hier nicht reden. Ja, Sprachen lernen, ne? Die habe ich jetzt zum dritten... nee, zum ersten Mal doppelt. Also ich habe ja alle Figuren, fast alle Figuren einmal doppelt. Aber ja, hier ist sie. Super Mad ist hier schon drin. Okay, also zum ersten Mal doppelt. Also zum, wenn ich immer sage, einmal doppelt, habe ich sie eigentlich zum dritten Mal. Aber wenn ich sage, ich habe sie einmal doppelt, steht sie hier einmal doppelt gerade in diesem Video ausgepackt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich hier so wieder für einen Quatsch erzähle. Ich wollte noch sagen, Slow-Mo zum ersten Mal doppelt. Nee, gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht Slow-Mo. Das ist doch gar nicht Slow-Mo. Das ist der Puckstar. Musste ich gerade nochmal nachschauen. Also da habe ich ja die Figur mal direkt verwechselt. Zum ersten Mal doppelt. Nächstes kleines Päckchen. Wer kommt hier raus? Wer hat den Mut? Und wieder Super Mad, auch zum zweiten Mal jetzt. Nächstes kleines Päckchen. Ja. Yeah. So, wer kommt hier raus? Und das ist Mr. Hyde zum vierten Mal. Der nächste, den wir öffnen, das ist hier... oh, oh, Kitty Cat. Ich glaube, den habe ich erst einmal und ich glaube, der fehlt in der zweiten Sammelmappe. Schauen wir doch am besten mal rein und jawohl. Hier ist er, Kitty Cat, kommt hier rein. So, et voilà. Damit werden Fabsi, Vicky und Wutzi zumindest bei mir jetzt die super seltenen Emojis. Ich würde mal sagen, dass Fabsi das Einhorn tatsächlich am seltensten ist. Noch sind ja hier ein paar da, noch kann ich ein bisschen was öffnen, ne? Und noch... ist hier das letzte Stündlein noch nicht geschlagen. Ich muss immer nachzählen. Zum siebten Mal das Herz doppelt. Also insgesamt neunmal habe ich schon das Herz. Das nächste Emoji, das wir hier auspacken. Na, wo ist er denn? Und, na, Coolio, 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 Coolio. Coolio jetzt zum dritten Mal doppelt. Und weiter geht's mit dem nächsten Päckchen. So, und, oh, Super Mad zum dritten. Wenn er dann mal rauskommt, da ist er. Ohne Gesicht? Nein, ich dachte schon, er hat kein Gesicht hier. Super Mad zum dritten. Was ich übrigens auch bisher noch nicht gefunden habe, vielleicht hattet ihr ja Glück, ein Emoji, also eine Figur mit einem richtig krassen Fehler. Wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich auch bei Sammelkarten, die ich auch ganz oft schon ausgepackt habe, immer wieder lustig, wenn da Rechtschreibfehler drauf sind oder irgendwas beim Drucken der Karten fehlgeschlagen hat.
Aber bei den Emojis habe ich bisher noch keine fehlerhafte Figur gefunden. Hier nochmal Rocky Rock zum zweiten. Und weiter geht's. Nächstes Päckchen, das wir hier rausholen. Wir haben wieder ein ohne Gesicht und... Oh, nein, ich dachte schon, das ist hier Wutzi. Name ist ähnlich, nicht Wutzi, sondern Upsi. Upsi habe ich jetzt zum vierten Mal. Und nächstes kleines Kartönchen. Hier kommt nochmal der Puckstar, der kleine Hund, zum zweiten. Ich muss sagen, bisher ist auch Lollo noch selten. Den habe ich erst einmal doppelt. Aber ich habe ja immer noch Figuren, die in der zweiten Mappe bisher gar nicht drin sind. Das sind natürlich die super, super seltenen. So, nochmal Larry. Auch den habe ich jetzt mittlerweile auch wieder viermal. Genauso oft wie Upsi und Mr. Hyde. Aber falls ihr nicht aufpasst, immer noch mit... ja, was soll ich sagen? Immer noch aufpassen, wie viele Kartons habe ich am Ende geöffnet. Ich schätze einfach mal 88. 87. 87 ist mein Tipp. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich vor dem Video nicht gezählt, wie viele ich tatsächlich habe. Ich schreibe einfach mal 100 die Kommentare. Und ihr dürft dann mit... Ja, ihr könnt ja Striche machen für jeden, den ich auspacke. Nochmal Mr. Hyde, mittlerweile zum fünften. Ach was, ich schreibe Display. Ich schreibe Display in die Kommentare. Display Unboxing. Ich habe es ja immerhin da, ne? Zwar nicht ganz voll, weil die hat man einfach nicht bekommen. Oh, Fabsi. Ich glaub's nicht. Jawohl, Fabsi. Und damit ist Fabsi aktuell doch nicht die seltenste Figur. Einfach mal reinschauen hier. Seht ihr, Fabsi fehlt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt noch Vicky. Also hier das Peace-Zeichen. Und Wutzi ganz unten. Moment, da. Da haben wir Wutzi. Vicky und Wutzi. Zweimal W. Okay, noch sind hier locker 30 von diesen Dingern da. Also ich würde mal sagen, über 30 habe ich noch. Hier haben wir nochmal Slow-Mo. Jawohl, Slow-Mo. Und damit ist auch Slow-Mo runter von der Liste der Seltenen. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein bisschen was zum Auspacken hier. Nochmal ein gelber. Und das ist Sue Sweet. Jetzt tatsächlich zum zweiten Mal. Den hatte ich ja beim ersten Mal hier vergessen in der Mappe. Aber jetzt ist er da zum zweiten Mal. Nächstes kleines Päckchen. Wieder ein gelber. So viel konnte ich gerade schon mal sehen. Na, na. Oh, oh. Und das ist Happy. Happy habe ich jetzt. Oh, nee, doch nicht. Ach, den habe ich schon mal gehabt. Schade, ich dachte, der wäre jetzt auch ein bisschen seltener. Aber nein, ganz so selten ist Happy dann doch nicht. Zweimal immer noch die mit den Ws. Also, die sind richtig selten. Oh, oh, oh. Nerdy, nerdy. Ja, auch Figur Nummer 1, der Nerdy, der ist ja ganz oben links in der Sammelmappe. Den habe ich jetzt zum ersten Mal doppelt. Also damit auch der Nerdy erst einmal runter von der super seltenen Liste. Ja, genau. Und wieder ein gelber. Ich hoffe noch auf die 2W. Der ist hier vor lauter Schreck glatt wieder irgendwo hingefallen. Aha, da haben wir ihn. Und es ist nochmal Happy. Ja doch, Happy, ne? Zum dritten Mal Happy. So, wer kommt jetzt hier nochmal? Und Lollo! Lollo zum zweiten Mal. Dann haben wir, und das könnte nochmal Mr. Hyde sein. Ja, Mr. Hyde zum, oh, zum sechsten Mal. Damit Mr. Hyde auf Platz 2 der häufigsten Emoji-Figuren. Ich hoffe immer noch, dass ich die Sammelmappe hier irgendwie mal voll bekomme. Es fehlen noch 2 Figuren in Sammelmappe 2. Das ist ja mal gar nicht witzig. Und nochmal Lollo zum dritten. Ich hätte zwar so gedacht, dass hier alle Figuren irgendwie gleich oft dabei sind, aber wenn man knapp 100 Päckchen öffnet, so wie ich gerade, sieht man dann doch schon, dass die eine oder andere Figur selten ist. Hier nochmal Coolio zum vierten. Also ein paar Figuren sind selten, ein paar andere sind gar nicht so selten. Wie gesagt, das Herz zum siebten Mal. Und nochmal Happy. Der holt richtig auf. Der war erst ein bisschen seltener und jetzt habe ich ihn doch zum vierten Mal doppelt. Aktuell noch super selten. Zumindest, ja gut, die zwei, die noch fehlen, ne? Die sind immer noch die super seltenen Figuren hier. Auf der Jagd nach den letzten Emoji-Figuren. Wen haben wir hier? Oh, Roger zum zweiten Mal doppelt. So langsam hätte ich ja gerne mal Vicky oder Wutzi, die beiden, die mir noch fehlen. Und das ist, oh, ach nee, Upsi zum fünften Mal. So, hier nochmal das nächste. Wieder ein gelber. Ah, es sind... Ein gelber fehlt ja sogar. Und zwar der Wutzi, glaube ich, ne? Der Nerdy. Der Nerdy, den habe ich jetzt zum zweiten Mal doppelt. Nächstes kleines Päckchen. So, komm raus. Ah, wieder ein gelber. Und... Oh, jawohl, jawohl. Wutzi. Der Wutzi fehlt hier noch. Und zwar ganz unten Wutzi. Da erkennt ihr ihn. Wir haben ihn. Haha. Und da ist er auch drin. Und somit aktuell Standpunkt jetzt. Vicky,
der seltenste Emoji. Noch sind ja ein paar Päckchen da. Es kann natürlich noch sein, dass ich hier sogar 3-4 Mal den Wiki bekomme. Also dieses Peace-Zeichen hier. Aber es ist noch nichts entschieden. Das ist der einzige, der mir in Sammelmappe 2 jetzt noch fehlt. Und... ich hab's ja gesagt, der Wutzi. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal doppelt. Eben fehlt er mir ja noch in der zweiten Mappe und jetzt holt er wahrscheinlich richtig auf. Lassen wir uns einfach überraschen, welche Figur hier am Ende wirklich am seltensten ist. Fehlen ja immer noch ein paar, die bisher noch gar nicht oder eine ist immer noch und nochmal Rocky Rock. Und Rocky Rock habe ich jetzt zum dritten Mal. Also zum dritten Mal doppelt, das heißt, er steht dreimal auf dem Tisch und ist zweimal in den Sammelmappen drin. Hier haben wir nochmal Roger zum dritten Mal doppelt. Der nächste Langfinger, wieder ein gelber, das ist diesmal wieder Coolio zum fünften. Wenn ich so ganz grob überschlage, habe ich vielleicht noch 18, 19, 20 von diesem Päckchen, also ein bisschen was kommt noch. Die Chance... für den... Oh, jawoll! 2 Sammelmappen doppelt! Ja, da ist er, Vicky. Also, jetzt offiziell immer noch Vicky, die seltenste Figur, weil ich sie zum letzten Mal... weil ich sie als letztes in Sammelmappe 2 einsortieren konnte. Also, Vicky, ne? Ihr kennt es alle, Peace, ist hier bei mir am seltensten. Zumindest Standpunkt jetzt. Aber ein bisschen was kommt ja noch. Wir sind ja hier noch nicht am Ende. Ich habe es ja gerade schon ein paar Mal erzählt. Und nochmal Lollo. Lollo ist zum vierten Mal jetzt hier am Start. Nächstes Päckchen. Ich versuche mich gerade mal so ein bisschen zu beeilen. Und Fabsi. Fabsi, das Einhorn. Zweimal habe ich Fabsi doppelt und somit ist Fabsi auch offiziell nicht mehr selten, würde ich jetzt mal sagen. Seltener als andere, aber wie gesagt, nicht ganz so selten. Hier unser Peace ist immer noch am seltensten. Noch sind ja ein paar da. Noch heißt das ja gar nichts hier. Noch hat das gar nichts zu heißen. Hier nochmal ein gelber. Da habe ich, glaube ich, viele schon ein... genau das, was ich eben gesagt habe. Erst fehlt er in Sammelmappe 2 und jetzt steht er hier zum zweiten Mal sogar schon doppelt. Er hat also den Fabsi ganz klar überrollt, überholt. Und wer kommt hier? Oh, das ist Stinky. Mensch, den hatte ich ja gar nicht mehr auf der Rechnung. Der Stinky, der fehlt hier auf meinem Tisch bislang. Also auch Stinky gehörte bisher zu den eher selteneren Figuren. Dieser kleine Kackhaufen hier. Mal schauen, wie oft er noch kommt. Der Stinky. Vielleicht ist er noch ein paar Mal dabei. Bling, bling. Zum dritten Mal doppelt. Also mein Tisch wird langsam voll. Ich zeige euch das Ganze gleich natürlich auch noch, wie voll mein Tisch hier tatsächlich ist, wenn hier alles ausgepackt ist. Ein paar kommen noch. Wir haben hier der Schoxi. Aber der war hier auch schon drin, der Schoxi. Aber ich glaube, heute im Video ist er zum ersten Mal da. Also zum ersten Mal Schoxi im heutigen Video. Und ich habe ihn auch zum ersten Mal jetzt tatsächlich doppelt. Also Schoxi kommt zu Stinky, beide Figuren bisher selten. Ein paar haben wir noch. Hier holen wir Kitty Cat. Kitty Cat war auch bisher super selten. Zum ersten Mal Kitty Cat doppelt. Also ein paar Figuren sind häufig dabei, ein paar andere nicht. Aber das war uns ja irgendwie schon von vornherein klar. So, ich hole nochmal einen raus hier. Ein paar sind noch, über 10 würde ich sagen, sind noch da. Wir haben hier nochmal, genau, Chris Kiss zum dritten. So, nächstes, ihr seht es, hier der Karton, das Display, das Kassendisplay wird so ein bisschen leerer. Und hier haben wir den Schoxi. Eben noch selten gewesen und jetzt dann doch auch zum zweiten Mal schon wieder doppelt. Also so schnell kann es manchmal gehen. So, weiter geht's. Ein paar haben wir noch. Ich warte immer noch auf Vicky. Und hier nochmal Schoxi. Jetzt steht er hier zum dritten Mal sogar schon auf dem Tisch. Also so schnell kann es gehen von selten zu nicht mehr so selten. Nächstes Päppchen. Und... zum dritten Mal doppelt. Wollte sagen Chris Kiss, aber nein, das ist zu sweet. Ach oje, es nimmt hier gar kein Ende im Karton. Als wäre da eine Produktion eingebaut, ne? Ich nehme einen raus, ein neuer wird produziert und... Kitty Cat? Ja, Mann, Kitty Cat. Und der ist auch mittlerweile auch nicht mehr selten zum zweiten Mal doppelt. Wisst ihr, welcher hier im heutigen Video komplett gefehlt hat? Das ist Crazy. Crazy noch nicht einmal gehabt. Den hatte niemand auf der Rechnung, weil der ja von Anfang an im zweiten Sammelordner schon drin war. Und jetzt könnte Crazy tatsächlich am Ende das Rennen machen für die seltenste Emoji-Figur. Hier nochmal Stinky. Ja, Stinky war auch super selten am Anfang und jetzt holt Stinky auf zum zweiten Mal doppelt. Habe ich da gerade schon wieder einen Stinky gesehen? Ich habe schon wieder einen Stinky. Ich sag's ja immer wieder, es kann so schnell gehen, dass man hier die Figuren irgendwie dann auf einmal 3-4 Mal hintereinander bekommt. Und hier haben wir nochmal Chris Kiss. Chris Kiss zum vierten. So, nächstes kleines Päckchen. Wir haben hier, na komm schon raus, es ist nochmal Rocky Rock.
Rocky Rock auch zum vierten. Also Rocky Rock auch nicht selten. So ist das manchmal, ne? Und nochmal Lollo. Lollo jetzt zum fünften Mal dabei. Ihr seht es, das Display wird leerer. Hier ist tatsächlich nicht mehr so viel drin. Und hier fällt gleich einer um. Das ist ja mal nicht zu fassen. So, schauen wir mal, wer hier drin ist. Und, oh, crazy, you drive me crazy. Ich höre lieber auf zu singen. Und crazy bisher mit Fabsi und Slow-Mo die seltenste Figur, glaube ich. Ich hoffe, ich habe den Überblick von allen Figuren behalten. Nee, Vicky, immer noch Vicky. Also Vicky habe ich bisher nicht doppelt. Crazy ist jetzt raus. Es sei denn, jetzt kommt zweimal Vicky, dann ist crazy wieder drin im Rennen. Wir haben das in diesem Video ja schon ein paar Mal erlebt, wo wir dachten, die ist selten und dann wurde es doch eine andere. Und Slow-Mo, den habe ich jetzt auch zum zweiten Mal doppelt, also Slow-Mo ist auch erstmal wieder raus aus dem Kampf. Mensch, das wird ja ein packendes Finale hier, das wird ja richtig, ein richtig packendes Finale jetzt und Chris Kiss zum fünften. Also wer gewinnt dieses großartige Finale jetzt? Es sind noch ein paar, ich zähle gleich nochmal nach und wir haben wieder Slow-Mo von super selten, fehlte in Sammelmappe jetzt mittlerweile zum dritten Mal doppelt. So, ich habe hier mal die letzten Päckchen rausgeholt. 2, 4, 6, 8, 10. Jetzt sind es tatsächlich noch 10 Stück. Also jetzt wird es entschieden. Die letzten Emojis, Leute. Und, ja, ich wollte gerade sagen, Sean das Schaf, nein, Larry zum fünften. Ich hatte ja tatsächlich lange kein Herz mehr, ne? Das Herzchen steht noch bei 7. Mal gucken, ob es noch 8 werden. Und Sue Sweet zum vierten. Ich glaube, jetzt sind es noch 7 oder 6 von diesen kleinen Tütchen. Und wir haben gerade davon gesprochen. Vom Herzchen, jetzt Herzchen zum 8. Mal. Mal schauen. Noch ist das Ganze wirklich nicht entschieden, ne? Ich sag's ja. Und wir haben nochmal Kitty Cat. Kitty Cat mittlerweile zum dritten. Also es geht hier noch um, ich würde sagen, Crazy ist noch im Rennen. Fabsi ist noch im Rennen. Und natürlich Vicky. Vicky bisher die einzige Figur, glaube ich, die ich bisher noch nicht zum dritten Mal doppelt habe. Und hier nochmal Mr. Hyde. Mr. Hyde holt auf das Herzchen. 7-mal Mr. Hyde. Jetzt sind es tatsächlich nur noch 5 von diesen Päckchen. Dass dieses Video mal ein Ende findet, hätte ich so schnell nicht gedacht. Und Vicky! Jetzt mit den letzten... Ach nee, es sind noch 5. Jetzt mit den letzten 5 ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vicky und Crazy und Fabsi. Die drei sind hier aktuell am seltensten. Wuzi ist ja leider raus, beziehungsweise theoretisch hätte Wuzi auch noch eine Chance, aber Wuzi habe ich hier zweimal doppelt. Vicky, Crazy und Fabsi bisher nur einmal. Also jetzt sind es noch 5. Ich habe den ich hier hingelegt hatte, eben beim Zählen vergessen. Jetzt sind es nochmal 5. Und nochmal Mr. Hyde gleicht aus mit dem Herzchen 8-mal doppelt. Noch 4. Ich bin gespannt, ob jemand von euch tatsächlich mitgezählt hat, wie viele ich habe. Und Roger. Ich dachte erst Vicky, dann hätte Vicky verloren, aber es ist Roger. Achso, und Roger hatte ich gerade zum vierten Mal. Es sind nur noch 3 Stück. Es sind die letzten 3. Es ist nochmal Mr. Hyde. Erst dachten wir alle, ja, Mr. Hyde, erst dachten natürlich alle, das Herzchen mit 8 ganz vorne, Mr. Hyde jetzt 9-mal. Es sind die letzten beiden, Leute. Es sind tatsächlich die letzten beiden Tütchen. Es ist ein gelber Smiley. Es ist Shoxy. Und Shoxy, da musste ich gerade mal nachschauen, habe ich jetzt zum vierten Mal. Also jetzt wird es mit diesem letzten Päckchen, wird es tatsächlich entschieden. Es geht um Vicky, es geht um Crazy, es geht um Fabsi. Oder es sind alle drei am seltensten. Das glaube ich mit... Ach nee, wir haben einen vergessen auf der Liste. Und zwar Spooky. Der ist auch erst einmal doppelt hier auf meinem Tisch. Ja, dann schauen wir mal rein hier. Was am Ende? Ich mache mal Blind Bag, Blind Unboxing. Ich versuche mal zu erfüllen. Es ist ein runder Kopf. Es ist ein... Also Fabsi ist es nicht. Ich kann es nicht erfüllen, Leute. Also Fabsi ist es nicht. Es ist auch nicht Vicky. Das fühlt man, ist ein runder Kopf. Ich sag mal Coolio. Oh, nee. Wir haben hier nochmal Upsi. Also jetzt muss ich nochmal gucken, wie fühlt sich Coolio an. Oh, Coolio hätte man auch nicht erraten. Der ist ganz glatt. Und hier Upsi, da spürt man so ein bisschen die Augen. Die Augen sind so ein bisschen hervorstehend. Coolio ist komplett glatt. So Leute, jetzt seht ihr mal, wie es auf meinem Schreibtisch hier so aussieht. Wenn ich das Ganze mal so ein bisschen runterziehe, könnt ihr oben am Rand die ganzen Figuren sehen. Ne, hier unter kommt meine Schreibtischunterlage. Das Display ist leer. Und die seltensten Figuren, ihr habt ja alle sicher mitgezählt, ich muss jetzt nicht nochmal alle aufzählen, ich wollte sie euch hier wie jetzt nochmal zeigen. Und die drei seltensten sind hier auf jeden Fall einmal Vicky auf Platz 1, Crazy ist auf Platz 1 und Fabsi ist auf Platz 1. Diese drei Emojis teilen sich Platz 1, das sind die seltensten Figuren
in dieser Aldi-Emoji-Serie. Oh, ich habe einen vergessen. Ich habe schon wieder einen vergessen. Und zwar Spooky. Der steht ja auch ganz alleine rum. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit immer Spooky vergessen habe. Bling Bling ist hier versteckt. Den habe ich dreimal. Auf Platz 2 wären Puckstar. Also ich gucke gerade, auf Platz 2 haben wir Puckstar. Den habe ich zweimal doppelt. Auf Platz 3, dreimal doppelt Bling Bling. Oh, wir haben noch einen Zweitplatzierten. Ich habe gerade den Nerdy vergessen. Den habe ich zweimal. Supermad auch dreimal doppelt. Dann habe ich hier noch Slow-Mo dreimal doppelt. Und wir haben wieder auf Platz 2 jemanden vergessen. Und zwar Wutzi. Auch den habe ich zweimal. Also ihr seht, das sind so die seltensten Figuren. Und den Rest, ja, könnt ihr noch sehen. Ach ja, Stinky ist dreimal doppelt. Der gehört da auch noch mit zu, so den etwas selteneren. Oder Kitty Cat auch dreimal doppelt insgesamt. Alle anderen habe ich 4 oder mehrfach doppelt, wie ihr hier auch sehen könnt. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem letzten Aldi-Emoji-Video. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diese Videos, denn mir macht das so mega viel Spaß. Danke an alle, die immer fleißig kommentieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.